Hallo, ich bin's mal wieder und in diesem Video beschreibe ich euch die 10 häufigsten Anfängerfehler auf der Geige. Das sind die 10 häufigsten Vorurteile und Irrtümer und ohne langes Vorgerede fange ich direkt mit Nummer 1 an. Das ist, ich bin zu alt, um Geige spielen zu lernen. Und dem muss ich entgegenhalten, man ist nie zu alt, um ein Streichinstrument zu lernen. Ganz im Gegenteil, wir haben viele, viele Kunden, die erst im höheren Alter oder im mittleren Alter, ab 50 und teilweise bis 80 noch, das Geigespielen erlernt haben. Es macht natürlich keinen Sinn, noch mit 30 anzufangen, wenn man Solist werden will und in der Elbphilharmonie mit seiner Geige auftreten möchte. Das wird nicht funktionieren. Aber man kann trotzdem sehr, sehr viel Freude an einem Streichinstrument finden, auch wenn man es in höherem Alter erlernt und wenn man dann erst anfängt. Und ein wenig Eigenwerbung muss sein, deswegen verlinke ich euch hier unten einmal mein Buch Freude auf 4 Seiten, Geige lernen als Erwachsener. Und das wird euch noch viele, viele weitere Hinweise geben, was man beachten muss, wenn man als Erwachsener ein Streichinstrument erlernen will. Fehler Nummer 2. Das billigste oder falsche Instrument kaufen. Es gibt jede Menge Angebote auf Amazon, bei einem großen Online-Händler, der 1 Milliarde Umsatz im Jahr macht, bei eBay, wo auch immer, Geigen unter 100 Euro mit furchtbaren Saiten drauf, mit einem schlecht angepassten Steg. Da hat niemals irgendwo hier in Deutschland jemand drauf geguckt, sondern die werden direkt aus dem Karton zum Kunden geschickt. Also man muss einfach sagen, für unter 100 Euro kann man keine Geige machen, die auf der man spielen kann. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Und bevor ihr euch mit einem solchen Instrument abquält, anders kann man das nicht nennen, gebt lieber ein paar Euro mehr aus, denn das zahlt sich hinterher doppelt und dreifach aus. So ein Instrument, auch für Anfänger, muss sorgfältig zugearbeitet sein. Steg und Stimme müssen überprüft sein, der Saitenüberstand und noch zig andere Dinge. Wir machen bei Streicherwelt einen 10-Punkte-Check für jedes Instrument, was am Schluss ein Probespiel durch unseren Geigenbauer umfasst. Also besser auf keinen Fall zu wenig Geld ausgeben, denn das, was ihr dann gespart habt, zahlt ihr hinterher doppelt und dreifach drauf. Fehler Nummer 3. Zu denken, alle Instrumente aus China sind schlecht. Was stimmt? Es gibt viel furchtbare Qualität aus China, insbesondere die ganz billigen Instrumente, über die ich gerade schon gesprochen habe. Aber die Chinesen sind auch nicht blöd. Die haben mittlerweile gelernt, richtig, richtig gute Geigen zu bauen. Und auch für diese guten Geigen gibt es gut bezahlte Leute, die sich darauf verstehen. Und die kosten einfach mehr Geld. Und deswegen kosten die Geigen auch mehr Geld. Sie kosten nicht so viel wie eine europäische Geige, aber sie kosten mehr Geld als 100 Euro. Das ist eine Tatsache. Aber wenn man bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben, dann kann man auch eine chinesische Geige allerbester Qualität hier kaufen. Es ist allerdings immer essentiell, dass hier nochmal jemand drüber schaut und zumindest die wesentlichen Dinge kontrolliert. Gegebenenfalls auch natürlich verbessert. Fehler Nummer 4. Ich bin erwachsen, also brauche ich eine Vierviertelgeige. Es ist richtig, dass über 90% der Erwachsenen tatsächlich eine Vierviertelgeige brauchen. Aber wenn man 1,50 Meter bis 1,55 Meter groß ist, dann kommt man vielleicht mit einer Dreiviertelgeige doch besser klar. Auch wenn man dann ein bisschen Einbuße an Klangvolumen hinnehmen muss, denn eine Vierviertelgeige hat das größte Korpusvolumen, klingt also am vollsten. Aber das muss man dann bezahlen mit einer unangenehm weiten Fingersatztechnik. Das heißt, die Hände sind nicht groß genug, um die Finger zu setzen. Und insbesondere, wenn man Anfänger ist und nicht besonders groß ist, sollte man eher darüber nachdenken, eine Dreiviertelgeige zu nehmen. Es gibt auch so Zwischengrößen, 7/8 zum Beispiel. Das ist in meinen Augen eher ein Marketing-Gag, denn der Unterschied zu einer Vierviertelgeige ist nicht so groß, dass man das wirklich in der Mensur bemerken würde. Also eine Dreiviertelgeige macht schon was aus, 7/8 würde ich eher von abraten. Ja. Fehler Nummer 5, ein Instrument kaufen, das nicht ordentlich eingerichtet ist. Zu mir werden häufiger in der Woche, also mehrfach in der Woche, Instrumente gebracht, die irgendwo herkommen.
teilweise von einem Online-Händler, der über 1 Milliarde Umsatz im Jahr macht, oder von irgendwelchen anderen Portalen, die, wo offensichtlich tatsächlich noch nie jemand irgendwie drauf geguckt hat, der was davon versteht. Also man sieht da wirklich die unglaublichsten Sachen, die Wirbel passen hinten und vorne nicht, die Seiten rutschen ab, die Seiten sind Stahldrähte, die Stege sind viel zu dick, die Füße des Stegs sind viel zu dick, es passt teilweise gar nichts bis überhaupt nichts. Und man müsste eigentlich den 2- bis 3-fachen Betrag des ursprünglichen Kaufpreises aufwenden, um diese Geige zumindest halbwegs spielbar zu machen. Und das wiederum ist die Qualität der Geige dann in der Regel nicht wert. Dann geht man am besten gleich her und kauft das nächstbessere Modell oder das, die nächstbessere Geige, am besten inklusive fertigem Setup. Auf jeden Fall sicherstellen, dass da jemand mal dran war, der was davon versteht. Ich wiederhole mich, aber das ist so wichtig, dass ich das einfach gar nicht oft genug sagen kann. Fehler Nummer 6. Kälte ist gefährlich für mein Instrument, deswegen kaufe ich im Winter lieber keine Geige. Das ist ein Irrtum. Kälte ist nicht gefährlich für das Instrument, wenn man dem Instrument genügend Zeit gibt, sich langsam wieder aufzuwärmen, indem man es einfach in einem temperierten Raum im Koffer belässt für eine gewisse Zeit. Dann kann es sich langsam wieder aufwärmen. Man sollte es natürlich nicht an eine Heizung legen, direkt aus dem kalten Kofferraum, zack, auf die Heizung. Dann hat man die Garantie, dass da irgendwas in die Hose geht. Ansonsten ist es für eine Geige kein Problem, auch kalte Temperaturen auszuhalten. Im Gegensatz zu warmen Temperaturen. Also wenn die Temperatur so über 40, 45 Grad geht, im Kofferraum wären es auch mal gerne ein paar Grad mehr, dann besteht schon die erhebliche Gefahr, dass die Leimungen aufgehen und die Geige sich irgendwann in ihre Einzelteile zerlegt. Also Kälte kann eine Geige wesentlich besser tolerieren als Hitze. Fehler Nummer 7. Der Bogen gibt keinen Ton von sich. Das passiert so im Durchschnitt einmal jede Woche. Anruf von einem Kunden, der Bogen gibt keinen Ton von sich, die Geige, der Bogen ist kaputt, taugt nichts, ich schicke den ganzen Kram zurück. Okay. Was ist der Grund? Der Grund, der Bogen braucht Kolophonium. Ja, habe ich gemacht, habe ich drauf gemacht. Ja, was ist der zweite Grund? Das ist ein neues Kolophonium, das ist ein neuer Bogen und das Kolophonium haftet nicht auf den Bogenhaaren, weil es nicht angeschliffen wurde. Also ein Kolophonium muss erstens angeschliffen werden, wenn es ganz frisch ist. Zweitens kann man es dann auf den Bogen auftragen und wenn man das richtig gemacht hat und vernünftig gemacht hat, dann gibt jeder Bogen einen Ton von sich. Das geht gar nicht anders, weil dann nämlich durch diese kleinen Kolophoniumpartikel die Saiten an den Bogenhaaren kleben bleiben und anfangen zu schwingen. Und das ist die Grundlage der Tonerzeugung auf der Geige. Also Bögen, die keinen Ton von sich geben, geben potenziell immer Töne von sich, wenn man sie denn richtig behandelt. Fehler Nummer 8. Ich habe meine Geige gestimmt und die E-Saite ist mir gerissen. Ja, auch ein Anfängerfehler, denn die E-Saite ist sehr, sehr empfindlich für das sogenannte Überstimmen. Stimmt man die, wenn man fröhlich an dem Wirbel der E-Saite rumdreht und sie hochzieht und man tut das entweder zu schnell oder zu hoch, dann wird die E-Saite das nicht aushalten und sofort reißen. Und es reicht in der Regel schon, die E-Saite nicht auf E, sondern auf Fis oder auf G oder auf Gis, also zwei Töne zu hoch zu stimmen und dann hält sie die Spannung schon nicht mehr aus. Also die E-Saite ganz vorsichtig hochdrehen und am besten mit Hilfe eines Stimmgeräts. Denn das Stimmgerät zeigt einem sehr zuverlässig an, auf welchem Ton man sich befindet und wie weit man noch von dem originalen E entfernt ist. Und besser der E-Saite ein bisschen Zeit geben, sich auf einem Ton tiefer an die Spannung zu gewöhnen und dann auf E stimmen, als dreh, 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 dreh und pling. Ja, also das muss nicht sein und das kann man durchaus vermeiden. Fehler Nummer 9. Nicht regelmäßig den Steg überprüfen. Und das führt dann irgendwann dazu, ich stimme immer wieder, ich stimme die Geige nach, ich stimme sie nochmal nach, das mache ich ein halbes Jahr, das mache ich ein Dreivierteljahr. Und bei jedem Nachstimmen ziehen die Saiten den Steg in Richtung Griffbrett. Immer nur so ein kleines bisschen, Bruchteil eines Millimeters, aber das summiert sich mit der Zeit. Und irgendwann kriegt der Steg eine Kippung nach vorn. Wenn man diese Kippung nach vorn nicht bemerkt, dann macht es irgendwann einen gewaltigen Krach und dann fällt der Steg um und hat wahrscheinlich den Geigenlack beschädigt, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr.
Deswegen sollte man regelmäßig den Steg auf seinen korrekten Sitz überprüfen. Und korrekter Sitz heißt mindestens genau rechtwinklig zur Decke. Am besten 1 bis 2 Grad Richtung Seitenhalter geneigt, aber auf keinen Fall Richtung Griffbrett geneigt, denn da wird der Steg hingezogen durch das wiederholte Nachstimmen. Und wie ihr den Steg kontrolliert und wie ihr ihn, wenn er nach vorne abgekippt ist, wieder gerade rückt, auch das zeige ich euch in einem anderen Video, was ich euch hier unten verlinke. 10. und letzter Fehler nach dem Spielen, alles toll, alles klar, Bogen wird weggelegt, nicht entspannt. Das ist für einen Holzbogen absolutes Gift, denn die Spannung ist nicht der natürliche Zustand eines Holzbogens oder einer Holzbogenstange. Und irgendwann mal passt sich der Bogen dieser erhöhten Spannung an und er verzieht sich. Und er weicht dahin aus, wo es am wenigsten Widerstand gibt, und das ist zur Seite. Das heißt, die Stange wird, wenn man sie zu oft ungespannt liegen lässt, dann wird die Stange zur Seite krumm. Und damit ist der Bogen im Grunde genommen hin. Also bei Holzbögen insbesondere ist es sehr, sehr wichtig, wirklich zwanghaft darauf zu achten, dass sie nach jedem Spielen wieder entspannt und vor jedem Spielen wieder gespannt werden. Für Carbonbögen gilt das nur eingeschränkt, die sind ja nicht ganz so empfindlich, aber dennoch, auch wenn man einen Carbonbogen spielt, sollte man sich an diesen Routine-Handgriff gewöhnen, der ist wirklich innerhalb von wenigen Sekunden gemacht und man kann es sich angewöhnen. Ja, das waren die 10 häufigsten Fehler, auf die man so trifft. Ich hoffe, ihr habt keinen dieser Fehler bei euch selbst festgestellt. Wenn ja, oder es bestehen irgendwelche Fragen dazu, dann dürft ihr mir gerne einen Kommentar in das Video schreiben. Ich beantworte jeden einzelnen Kommentar und würde mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, ciao.